Hey da, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer neuen Folge Jurassic World Alive. Ihr könnt sie sehen, neues, also falls ihr euch auskennt, könnt ihr sehen. Es gab ein großes neues Update. Ich glaube, das erste große Update. Auf jeden Fall ziemlich coole Sachen. Wir fangen erstmal diesen Dino hier fangen und dann können wir über ein paar neue Sachen reden. Alter, wieso hängt das so hart? Okay. Und go. Ja. Also eine der neuen Sachen ist dieser Blitz beim Abschießen der Darts. Das ist nicht unbedingt das Beste. Ja. Ich habe keine Ahnung, wieso ich so schlecht bin, wenn ich filme. Weil normal mache ich echt ungelogen zwischen 100 und 130. Okay. So, braucht man den eigentlich? Ja, jetzt nicht so unbedingt. Also, was Neues? Erstmal dieser blaue Umkreis. Da seht ihr, wie weit ihr mit euren Darts kommt und was halt in der im Umkreis ist, was ihr fangen könnt. Momentan ist es halt nur der. Die Stops sehen jetzt anders aus, die sind jetzt orange. Und ja, der hier ist irgendwie näher gerückt an zu mir, aber leider immer noch zu weit weg. Dann gibt es ein paar neue Dinos. Ja, darüber werden wir nicht genau reden, weil wir kennen eh keinen einzigen Dino, außer Velociraptor. Dann gibt es was Neues, und zwar die Freundesliste. Pokémon hat einfach 2 Jahre gebraucht und die haben es einfach jetzt schon angeführt. Firefreak hat mich hinzugefügt. Können wir direkt mal akzeptieren. Inkubatoren habe ich gerade keiner am Start für euch. Aber ich habe ein paar neue Dinos. Und zwar gab es ein großes Update und viele Attacken wurden geändert. Ein paar haben neue Attacken bekommen, ein paar Attacken wurden abgeschwächt. Dies, das. Also hauptsächlich wegen den Raptoren, weil die Raptoren zu krass waren. Und selbst wenn ihr euch nicht auskennt, ich glaube, ihr habt es durch meine Videos gesehen, die Raptoren waren einfach zu krass. Ich habe ein paar neue Dinos am Start. Durch die ganzen Events konnte ich mir jetzt ein paar DNA sammeln von den Dinos. Und jetzt durch das neue Update gibt es auch häufiger die seltenen Dinos, Rare Spawns und Epic und sowas. Die kommen jetzt anscheinend öfter. Und die Biome, sage ich mal, nenne ich das, wurden auch ein bisschen geändert, sodass einfach ein bisschen mehr Vielfalt herrscht, was die Dinos angeht, anbelangt. Also man sieht jetzt auf jeden Fall andere Dinos. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil es wurde echt langsam langweilig. Man hat immer nur dieselben gesehen. Ja, und jetzt gibt es ein paar seltenere. Die Sache ist dann nur, die sind dann halt nicht mehr selten, wenn sie halt so oft kommen, aber die früher halt selten waren, gibt es jetzt eigentlich relativ, also häufiger auf jeden Fall. So, den haben wir jetzt cleared und ein bisschen hochgepusht. An sich ist der aber jetzt nicht so top. Aber ich muss eh nochmal jeden Dino genauer anschauen, weil wie gesagt, die haben alle ein bisschen was verändert bekommen. So, ein Epic. Puh. Okay. 2409 ist schwach. Speed ist schlecht. Armor ist krass, aber nee. Oh. Ich kann noch DNA von dem sammeln. Was kann der? Impact, Instant Invisibility und Decelerating Impact. Counter Attack kann er auch. Ja, Counter Attack, das können jetzt eine Menge. Das ist nicht schlecht. Okay. An sich kann ich noch ein bisschen DNA von dem sammeln. Dann können wir den auch eigentlich direkt pushen dann. Nur so viel, wie ich von dem linken habe. Von dem rechten habe ich ja genug. Nur von dem linken habe ich nicht so viel DNA. Dreimal geht's noch, also unwahrscheinlich, dass ich den noch einmal hochpushen kann. Obwohl, ich habe gerade 30 bekommen. Wenn ich jetzt noch einmal 20 und 10 bekomme. Wenn ich jetzt 20 bekomme, dann dann hat es sogar gereicht. Ja, nur kostet das 2000. Ich habe nicht vor, den jetzt zu pushen für 2000. So, nächster Dino. Saccharixis. Das ist einer von den neuen Hybriden. Der wurde gerade jetzt erst neu ins Spiel gebracht. So. Das weiß ich, weil ich den vorhin cleared habe. Mit den DNA von diesen zwei, genau.
Aber der ist jetzt. Wieso verschwende ich eigentlich den? Na, ich wollte gerade sagen, der ist eigentlich nicht so gut. Könnt ihr sehen, die Werte sind, naja. Die Attacken sind auch jetzt nicht die besten. Der nächste ist der Gogo Suchus. Epic, bam! Also die Animationen sind schon cool gemacht, muss man schon sagen. Speed 120, Critical 20, okay. Und Adrenaline Surge, Ferocious Strike, Defense Shattering Rampage. Den muss ich auf Level 10 hochboosten, dann kann ich den. Ah, okay. Aber auch da. Der ist krass eigentlich. Den haben viele im Deck, im Team. Den haben echt viele im Team. Also, was heißt viele, aber schon einige. Mal schauen, vielleicht tue ich den in mein Team. Speed, naja. Armor, okay. Ah, es fehlen drei. Willst du mich verarschen? Es fehlen drei, um den zu pushen. Stunning Impact, Instant Charge. Ja. Okay. Das war's, glaube ich, auch schon an neuen Dinos, die ich kreieren kann. Und was auch noch neu ist, was ziemlich geil ist. Moment. Wo sieht man das? Es gibt Aufgaben. Achievements. Und dafür gibt es einfach Geld umsonst. Also eine nette kleine Geste. Weil dieses Spiel ist ja richtig krass pay to win. Und da dann ein bisschen Geld zu bekommen, ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Ich werde mir demnächst irgendeine Box kaufen. 640 wahrscheinlich die. Aber ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass das Spiel immer neu verbessert wird und ja, jetzt glaube ich erst so langsam richtig losgeht. Freunde kann man auch übrigens herausfordern. Das heißt vielleicht demnächst mal einen Livestream, wo ich gegen ein paar Zuschauer spiele. Müsste halt nur noch ein bisschen mehr spielen. Weil momentan habe ich 3 Zuschauer auf der Freundesliste. Aber ansonsten. Nicht jetzt, Digga. Aber ansonsten. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich glaube, das war's auch schon wieder. Digga, checkst du nicht, was Reject ist, Mann? So. Den kann man noch fangen. Alter, der Kerl checkt's, glaube ich, echt nicht, Mann. Junge! So. Den können wir, glaube ich, noch fangen und dann war's das. So. Ja, läuft doch. Ups. Ich wollte gerade sagen, läuft doch und dann schieße ich daneben, aber dreimal hintereinander, viermal, fünf, ah, genau so. So fange ich immer. Oh, zu früh gefreut. Der letzte war schlecht. Der hätte noch getroffen, dann wäre es 100 irgendwas gewesen. Alter, der checkt's echt nicht, Mann. Junge, hier, reject, Mann. Reject! Okay, das war's von mir und Jurassic World, dem großen neuen Update. Ich kann es echt nur empfehlen, das ist ein gutes Spiel, vor allem nebenbei. Macht echt Laune und ja, hatet das Spiel nicht so hart. Aber das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, neuer Shop, neue Preise, lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Jurassic World Alive ist ein ganz cooles Spiel.